Letztes Mal in Let's Play Metal Gear Solid 4. Naomi. Snake. I knew you'd come. You and I. Neither of us can escape our fate. The nanomachines inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of neurotransmitters, hormones and stimulants, giving them an edge in battle. The truth, Naomi. How long is my body gonna hold out? Every part of your body is aging rapidly. The only thing keeping you together is the strength of your will. What do you mean? We can't get rid of the fox dye in your body completely. Yeah, so? Fox dye only kills its victims when an infected person's genetic code fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. You have 3 months. Still enough time to think once all of this is done. And if I choose death first, will that stop Fox Dye from spreading? Und nun die Fortsetzung. Ich denke, ich werde am Ende 2 Parts daraus machen. Ja, so wie das eine Mal, weil das wird mir sonst hier wieder zu lang, deswegen, es tut mir leid. Aber machen wir lieber 2 Parts daraus. Oh mein Gott! Ist sie nackt? So geil. Das habe ich gemerkt. These tentacles are beyond my control. Their will is the will of the battlefield. Na, wer von denjenigen, die das Spiel nicht kennen, hätte gedacht, dass da drunter sowas ist, ha? Huh? Oh mein Gott. Das ist nicht scharf. Das ist nicht scharf. Nee, ekelhaft. Aber scharf und ekelhaft. Aber du siehst echt scharf aus. No. It's not funny. Warum hast du dann die ganze Zeit gelacht und du hast einen Arsch, der ist nicht von dieser Welt? Nothing is funny. I shouldn't be laughing. I can't. Snake, wieso rennst du weg? Übrigens, das wäre auch gekommen, selbst wenn ich sie auf Leben im Anzug da fertig gemacht hätte, nur so nebenbei. Ein bisschen lachst du schon. Gut abgewehrt. Alter, diese Kameraperspektive. Aber ihr seht schon, die Gute hat ein fettes Trauma. Aber darüber gehen wir ein bisschen später mehr ein. Jetzt können wir erstmal die Optik bewundern. I'm sorry. Richtig so, geh auf die Knie und entschuldige dich. Du warst ein böses Mädchen. Aber hallo. Komm her und entschuldige dich richtig. Oh mein Gott, das sieht echt aus wie ein Porno, der gerade anfängt. Hideo Kojima, ey, du notgeile Sau. Nun denn. Was ein geiler Arsch. Jedenfalls ist jetzt Phase 2. Wie gesagt, die kommt auch, selbst wenn ihr sie nicht auf die Art besiegt, wie ich es gemacht habe.
Ihr könntet sie jetzt weiterhin besiegen, aber, da das habe ich erstmal gesucht, die Laughing Octopus Puppe. Ihr kriegt von jedem Boss eine Puppe, genauso wie die von den Fröschen, wenn ihr den Kampfanzug auf Ausdauer fertig macht. Und das habe ich eigentlich durch das ganze Spiel über vor. Ansonsten, wie gesagt, diese nette Frau verfolgt uns. Wenn ich mich jetzt von ihr berühren lasse, schaut mal, dann greift sie uns und entzieht uns dabei Leben, was wir nicht unbedingt wollen. Geh mal weg von mir, geh mal bitte weg von mir. Dankeschön. Ja, es tut mir leid, hübsche Frau. Das Interessante ist, schaut mal, selbst wenn ich zum Beispiel krabbel oder so, dann macht sie auch mit. Na komm, krabbel. Krabbel. Machst du nicht mit? Gut, sie macht doch nicht mit. Ich dachte eigentlich, sie macht mit. Einige von ihnen auf jeden Fall. Und wir kriegen gerade quasi ihr Trauma mit, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, falls ihr... Wow, falls ihr... Oh, Mist. Falls ihr zu weit von ihr entfernt werdet oder... Falls ihr zu weit von ihr entfernt seid, dann wird sie anfangen, euch schneller hinterher zu rennen. Von daher... böse. Das ging aber gut auf die Ausdauer. Auf jeden Fall würde ich es empfehlen, wenn ihr quasi, wenn ihr das erste Mal spielt, ich werde das auch nur einmal zeigen. Das könnte man mehrfach machen. Aber ich würde das nur einmal machen. Lauft einfach mal circa 2 Minuten vor ihr weg. Ich denke mal, das reicht dann schon. Denn sie hat uns was Interessantes zu zeigen. Und was vielleicht noch ganz interessant wäre, ist die Tatsache, dass ich gelesen habe... der Schrank geht auf. Ist da was drin? Da ist was drin. Hol ich mir gleich. Aber jedenfalls habe ich gelesen, dass Hideo Kojima diese nette heiße Frau, die unter diesem Anzug war, quasi eigentlich nackt sein sollte. Warum auch immer, hat sie leider doch Klamotten gekriegt. Ich meine, das Spiel ist ab 18, das hätten sie ruhig behalten können, finde ich. Ich meine, er wollte, ob das wirklich wahr ist, weiß ich nicht. Aber ich kann dazu nur sagen, er wollte ja eigentlich auch... Er wollte ja eigentlich auch, dass The Boss in Metal Gear 3 mit entblößter Brust kämpft. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass das wirklich seine Gedankengänge waren. Aber leider wurde ihm das wahrscheinlich wieder verneint. Dennoch haben sie diese hautengen Anzüge an mit einem geilen Arsch und man sieht die Boobies genauso gut. Und was genau das Trauma jeder einzelnen BNB ist, die wir treffen werden, dazu werden wir noch einiges erfahren. Aber wie gesagt, das wird hinterher eh besser erklärt. Darum muss ich das jetzt nicht tun. Weichen wir also erstmal ein bisschen weiter aus. Ja, wir können auch einfach ganz chillig weglaufen. Wir können auch ein bisschen moonwalken, so. Beat it! No one wants to be defeated! Na komm. Show me how, Biene. Ne, wie war das? Just Biene. Naja, das ist was anderes. Aber gut, laufen wir einfach mal ein bisschen weiter weg. Wie gesagt, warten wir diese 2 Minuten ab. Na. Halt die Klappe. Geh auf die Knie und lach. Nur bei Asiaten. Mein Gott, meine Witze waren auch mal besser. Nun denn, keine Sorge, das dauert nicht ewig, das habe ich schon gesagt. Wäre natürlich schön, wenn jetzt mal... Oh, wie lang kann 2 Minuten sein, ne? Ich meine zumindest, es sind 2 Minuten. Ja, diese ganzen Hintergrundgeräusche und so weiter, wird wohl alles nur in unserer Einbildung gerade sein. Aber hier, wenn ihr 2 Minuten lang vor ihnen weglauft, dann landet ihr in diesem Gebiet hier. Ihr seht schon, alles weiß hier und mit einem Timer und alles. Aber das ist immer noch nicht alles. Denn fragt mich nicht, wie man auf diese Idee kommt. Aber wenn ihr jetzt den iPod ausrüstet, ich denke mal, das wird wohl jeder, der Metal Gear 4 Let's Play einmal gezeigt haben. Und darum zeige ich das auch nur im ersten Bosskampf. Gehen wir mal durch die verschiedenen Songs. Gibt es nämlich was ganz Interessantes. Und zwar, wenn ihr diesen Song hier einspielt, Oishi Tuhan Saikatsu, dann kommt... In Metal Gear 4 gibt's J-Pop, ey. Aber gebt euch das mal. Ja, jetzt habt ihr wirklich Super Tentacle Hentai Porn. Und jetzt stellt euch mal vor, sie wäre nackt bei dem Dance Move. Wäre um einiges besser gewesen, ne? Meine Fresse. Ich würde hier gerne ewig bleiben, aber bringt nichts. Das sieht ein bisschen aus wie der Raum von Geist und Zeit in Dragon Ball. Das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Aber gut. Ich würde... Oh, ja, okay, jetzt können wir eigentlich auf sie schießen, weil mehr gibt es hier nicht mehr zu tun. Dafür gibt es übrigens eine Trophy, wenn ihr das durchzieht. Und ich würde es nicht unbedingt empfehlen, ihr auf den Kopf zu zielen, weil ihr seht schon, da weicht sie mehr aus. Ich ziehe immer auf die Boobies, weil... Hauptsache treffen. Na komm. Ich meine, eigentlich könnte ich sie jetzt auch mit brutalen Waffen töten, weil ich habe schon quasi alles, was ich wollte. Aber wir sind ein Gentleman. Ich meine, wir schlagen sie nicht, wir schießen nur auf sie. Na komm, ein bisschen noch. Ich habe ein bisschen zu viele Rationen für meinen Geschmack bei dem Bosskampf gebraucht. Aber gut, ich denke mal bei... Okay, beim nächsten könnte es nochmal interessant werden, aber die danach, denke ich, kriege ich lockerer weg. Aber werden wir dann sehen, wenn ich da bin. Nochmal nachladen. Und jetzt müsste sie nochmal tanzen, oder? Tanzt du jetzt nochmal? Komm. Tanzt du nicht nochmal für mich? Yeah, ich sag's doch. Ich finde die Idee so geil. Bleibst du auch so stehen? Kann ich dich dabei auch von hinten ansehen?
Ja, kann ich. Das hat schon was, oder? Ich könnte mir das die ganze Zeit ansehen. Aber gut. Na komm. Finish him. Finish her. Dankeschön. Ja, und es ist schon viel zu lang. Also ich werde hier definitiv 2 Episoden draus machen. Überlänge hin oder her. Das wäre zu viel Überlänge. Selbst für Metal Gear 4. Ja, ja. Ass shot. Ich bin gespannt, ob Judith den Part ab 18 setzt. Werden wir sehen. Was ist los? Boah, Snake. Sie ist ohne Bewusstsein. Schnapp sie dir, hab nochmal Spaß. Nee, das würde ich Snake nicht zutrauen. Das würde ich mir auch nicht zutrauen, also denkt jetzt hier nichts Falsches von mir. Und jetzt schön in die Fötushaltung. Nochmal Knackasche im Bild. Nein, der Zähler poppt nicht auf, weil ich habe es nicht zu Snake gesagt. Ist sie tot? Man hört sie doch zumindest atmen. Scheint ihr geht's gut. Hm? What? Ah. Ihre Facecam, oder? Die ist ja quasi aus demselben Material wie unser Anzug, also könnte man vielleicht gebrauchen. Das kriegt ihr übrigens so oder so, auch wenn ihr sie tötet. Denn es ist in gewisser Hinsicht nochmal ganz wichtig. Aber eben nur in gewisser Hinsicht. Von daher, wie gesagt. Telefon. Oh, ich glaube, Snake hasst dieses Geräusch auch schon selber. Naja. Yo, Snake. Looking good today. Driven. Danke. Haben wir uns nicht vor einer halben Stunde oder so getroffen? Here I was about to tell my very best customer about face camo. Face camo? That camo skull cap you just picked up from Tentacle's shell. It utilizes the same kind of technology as your Octo camo suit. Using the two together can get you even better results. I'd hang on to it if I was you. Doesn't fit. It's not my size or shape. Yeah. Looks like it could use a bit of tailoring before you can sport it. Not my line of work, but... Ain't you got a buddy who specializes in that kind of thing? Somebody's done their homework. Hey, is my job. Is that the real reason you injected me with those nanomachines? To spy on me? I prefer the term customer data management myself. Driven. Relax. It's strictly confidential. I ain't gonna share it with anybody. Then what did you mix a virus in with the nanomachines for? Virus? A certain virus ja, was das nicht in my body. Are you saying it wasn't in the nanomachines you injected? Look, you do know there are other folks who could have done this to you. And besides, what would I gain from infecting you? Better for me that you're out there kicking ass on the battlefield. I was watching you, Snake. You're a real piece of work. Never thought I'd meet the man who could take down Laughing Octopus single-handedly. She just kept on laughing. Now why do you suppose that is? Something in her past. You got it. She's from a village in Scandinavia. Little seaside hamlet known to all the locals as the Devil's Village. Place wasn't known for devils, though. It was known for octopus. See, this was one of the few places in Europe where they ate octopus customarily. Ah, sorry, ich war kurz AFK, aber hab die Szene weiterlaufen lassen. Und ja, ihr seht schon, jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Hintergrundwissen, ne? Then, when she was just a teenager, things get bad. These nutcases get their hands on some weapons and attack the village. Overnight, her sleepy little fishing town becomes a war zone. They round up all the villagers and execute them one by one. Except for that girl. Wieso? There's something else planned for her. Something a whole lot worse than dying.
Calling her the devil's child, they forced her to do the kind of thing you'd expect from one of Lucifer's own. After they made her torture her family and friends, they made her kill them. The whole time they were forcing her to laugh, howl like some sort of demon. Like she was enjoying it. Wie kann man irgendwen dazu zwingen, sowas zu tun, ne? Ich weiß, ich könnte das nicht. Ne, dann schießt mich lieber selber tot, aber sowas ziehe ich nicht durch. And as she bathed in their blood, it gradually turned from deep red to jet black. To her, it looked like the ink of an octopus. The experience scarred her deep. Ever since then, she hasn't stopped laughing. Only, that ain't really laughter. Why are you telling me this? You expect me to feel sorry for her? Nah. I know you got no room for that stuff in your world. And besides, this is war. Na, ist doch gut, den Feind zu kennen. In a way, though, I guess it was the right thing to do. What was? Fighting you cleansed her mind. All right, enough chit-chat. There's other beasts out there in them woods. Mhm, ein paar weitere Biester werden wir noch treffen, ne? Puh. Und ihr seht schon, wir haben jetzt die Gesichtscamo. Sehr schön, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob wir sie jetzt schon einsetzen können. Wenn ja, kann ich sie mal zeigen, aber ich glaube, wir müssen noch bis zum Kapitelende warten. An sich hätte ich hier ganz gerne einen Schnitt gemacht und erst beim nächsten Mal weitergemacht, aber ich glaube, die nächste Cutscene, die startet leider noch direkt rein oder zumindest ein Gespräch und deswegen müssen wir das heute noch machen. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Und nochmal den Kampf offscreen machen, nur damit ich die Szene habe, habe ich auch keinen Bock drauf, aber... ich stehe einfach drauf, das in Cutscenes zu machen. Aber gut, hier drin wären wir soweit fertig, ja? Oh komm, Snake, baust du jetzt schon eine Spritze? Geht doch noch. Hast du noch ein bisschen am Tintenfisch verschluckt? Ich habe noch nie Tintenfisch gegessen. Auch nicht unbedingt vor. Frage ich mich eh, ob das überhaupt gesund ist. Kann man überhaupt diese Tentakel essen? Ich meine, ist die Tinte vom Tintenfisch nicht giftig? Ich würde denken, aber... Naja, wie gesagt, ich bin kein Biologe. Aber sehen wir uns das mal genauer an. Was sind da etwa... Ah, Fußspuren! Ja, ja, ja. Wer kennt den Spruch nicht? Na? Wollen wir uns die nicht mal genauer ansehen? Scheint, hier werden einige Leute vor kurzer Zeit drüber getrampelt, ha? Ja, ein Messer hilft garantiert dabei, die Fußspuren genauer zu erkunden, Snake. Gut. Ist das eigentlich wirklich möglich mit diesem Infrarot, Nachtsicht, Thermalsicht, was auch immer, die Fußspuren so detailreich zu sehen? Ich glaube, das hatten wir schon mal in Metal Gear 3 angesprochen, bei The End und mit seiner Spurfolge und so. Und ich weiß nicht, für mich klingt das ja unlogisch, weil ich meine, es entsteht wahrscheinlich schon Wärme dabei, aber nicht so viel, dass es noch so liegen bleibt, oder? Whenever something moves, it leaves a trail behind. Track and find Naomi's trail. I'm not like Big Boss. Tracking isn't my strongest suit. When did you get so good at it? After saving Sunny, I drifted around the globe. In Alaska, a tribal elder taught me some scouting techniques. Drifted? You never went back to see Rose? Rose? She doesn't exist. No. Rose and I live in different worlds, different times. Her world has no place for someone like me. My place is here on the battlefield. Huh. Listen, Snake. Scouting is based on the principles of hunting. There are two fundamentals. Awareness and tracking. Awareness? Awareness refers to locating a trail by paying careful attention to your surroundings. Tracking means to follow that trail. Your target's trail could be footprints, a branch they broke along the way, bent grass trampled underfoot. You need to feel for clues, using all your senses. Sound, okay, riechen werden wir nicht können, aber merkt euch die ganzen Tipps für die nächste Episode. Watch how the animals move. Listen for unusual bird calls. These are signs that someone may be disrupting the environment nearby. You sound like a ninja. Exactly. Ninja are the ultimate scouts.
If your enemy is a skilled scout, they'll be doing the same thing. You may be the hunter, but you are also the hunted. Ja, ich bin wie eine Katze, die ihren eigenen Schwanz jagt. Move slowly, little by little. Don't disturb the air around you. Try to make as little noise as possible. Your pursuers will be doing the same, trying to sneak up on you without a sound. If you can't pick up the trail with your naked eye, switch the solid eye to infrared mode. That will enable you to see Naomi's footprints and any enemies lying in ambush. Switch the solid eye to infrared. Got it. But the sound it makes while engaged could end up giving your position away. So don't leave it on for too long. All right. Listen to your heart. Trust your senses as much as you can. And you will find Naomi's trail. I'll give it a shot. Tja, aber werden wir in der Lage sein, diese Spur tatsächlich zu lesen und den Weg zu Naomi zu finden, ne? Ja, Song aus. Moment. Oh, schade, er läuft mich nochmal direkt los. Aber gut, werden wir in der Lage sein, dieser Spur zu folgen, ja, und Naomi nochmal wiederzusehen? Finden wir es raus beim nächsten Mal in Let's Play Metal Gear Solid 4. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.